Hallo Freunde des Software Entertainments und herzlich willkommen bei Never Code Alone. Heute zeige ich euch DDEV, XDebug und PHP MyAdmin. Viel Spaß nach dem Intro. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Roland und ich biete ein PHP-Training für Testing und Refactoring an. Bei der Anfrage von Teams fällt es mir immer wieder auf, dass hier völlig unterschiedliche lokale Setups für die lokale Entwicklungsumgebung eingesetzt werden und hier zum Teil sehr experimentell sind. DDEV ist eine tolle lokale Entwicklungsumgebung. Heute zeige ich euch einmal das erste Setup und geh nicht auf weitere Features ein. Legen wir uns hier auf unserer lokalen Platte. Das hier ist jetzt ein Ubuntu Linux-System, aber genauso gilt das für Mac und auch für Windows. Gibt es eben halt sehr einfache Installer. Hier müssen wir das einmal manuell machen. Das meiste mache ich ja, ihr wisst das ja, aus meinen anderen Videos aus vom Terminal aus. Ich lege mir einen Ordner an, wechsle da rein und sage DDEV config. Hier wird gefragt, ob der Projektname DDEV ist, ob das aktuelle Verzeichnis das Projektverzeichnis ist. Das ist in unserem Falle jetzt einmal so. Ob hier bereits vorinstallierte Konfigurationen für Content-Management-Systeme oder Shop-Systeme angelegt werden sollen, das machen wir jetzt nicht. Und dann war es das. Jetzt können wir mit einem DDEV Start einfach die Installation abwarten und haben hiermit ein komplettes lokales Docker-Environment. Und der Vorteil hier ist, ich kann für jede meiner lokalen Projekte ein eigenes Environment mit der richtigen PHP-Version oder vielleicht dazu Elasticsearch oder sonstiges aufsetzen. Das Ganze hört aktuell auf Port 80, den könnte ich auch auf Port 8090 umkonfigurieren, aber ich kann hier auch einfach lokal meinen Apache Service anhalten. Ein weiteres DDEV Start. Und wir sind grün und haben hier mit dem Projektnamen eine URL bekommen. Die wurde auch gleichzeitig in unser lokales Host-File eingetragen. Und die kann ich einfach im Browser aufrufen. Da sind wir auch schon. Wir haben jetzt überhaupt kein Index-File oder sonstiges und landen auf 403 verbinden. Den Rest schauen wir uns jetzt im PHP Storm an. Hier haben wir jetzt unser Verzeichnis, einfach plain mit dem versteckten DDEV-Folder. Und wir legen hier jetzt eine Index.php an und sagen hier einfach mal $var gleich 8, echo $var, gehen zurück ins Frontend und haben hier eine 8 stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, weil wir uns jetzt hier direkt XDebug anschauen. Das heißt, wir machen hier die XDebug Extension an. Sagen in PHP Storm, wir hören auf die PHP XDebug Connection auf Port 9000. Das ist eine Standardkonfiguration. Hier müssen wir nichts weiter machen, um XDebug ans Laufen zu bringen. Setzen hier einen Breakpoint. Hoppla. Und sagen hier enable DDEV exec enable XDebug. Man kann das hier separat ein- und ausschalten, weil XDebug natürlich die Applikation in ihrer Performance deutlich runterzieht. Das passiert bei unserem Index-File hier jetzt nicht. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen und die Seite neu laden, dann wird gesagt, hier kommt eine Connection rein, wollen wir die akzeptieren? Wir wollen die akzeptieren und sind jetzt hier auf dem Debugger und können hier in Realtime Werte auch ändern. Das heißt, wenn ihr bei der Entwicklung irgendwelche Dinge simulieren wollt, könnt ihr hier nicht nur den Wert anschauen,
sondern ihr könnt auch mit Rechtsklick sagen Set Value. Und wenn ich diesen Value jetzt auf 15 setze und die Applikation weiterlaufen lasse, die ist ja gerade in der Zeile 5 oder beziehungsweise vor der Ausführung der Zeile 5 gestoppt worden, dann habe ich hier im Frontend eine 15 stehen und das ist schon richtig cool. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall DDEV Launch-P. Das gibt uns hier direkt PHP MyAdmin für die aktuelle Entwicklungsumgebung. Auf Port 8037 habe ich hier die Standard-DB-Datenbank, die jetzt leer ist. Das war's von hier heute aus dem Homeoffice. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr setzt DDEV mal ein. Ich habe einige Links hier unten in die Videodescription gepackt. Schaut euch das mal an, gebt der Sache hier ein Like und dann bis nächsten Dienstag. Tschüss.